So, da sind wir wieder. Da muss ich natürlich wieder ein paar Overlays einfügen, aber für euch war es vielleicht hoffentlich in der letzten Folge und nicht mehr in dieser. So, nach den Steam-Störungen oder nach der deutlichen Störung jetzt, habe ich dann mich entschieden, Steam mal offline zu stellen. Das erleichtert es mir dann und ihr werdet nicht gestört. So, wir haben unsere große Armee rübergebracht. Und werden als erstes den Turm angreifen. Beziehungsweise die Mamelucken werden das Gebäude hier kaputt machen. Denn sonst kommen da einfach immer weiter Ritter raus und das wäre irgendwie ein bisschen ungünstig. Was ich nicht verstehe, warum manche dann so stehen bleiben wie die hier. Die könnten ja einfach versuchen, näher ranzukommen. Und dann da, ne? Und so weiter. Ja, tut mir leid, wegen der letzten, also wahrscheinlich wird es dann in der letzten Folge sein. Tut mir leid wegen der Störungen bzw. aufploppenden Dinger. Ich werde da wahrscheinlich ein Blackscreen drüber gemacht haben oder ähnliches. Ja, dumm gelaufen, hatte ich am Anfang der Aufnahme vergessen, dass das passieren könnte. Ich hatte aber auch nicht damit gerechnet, denn derjenige, der da gerade geschrieben hat, sagte, er würde noch gar nicht zu Hause sein. Dementsprechend nicht ganz meine Schuld, aber natürlich so in der Hauptsache schon. Also, ich hätte daran denken können, mich einfach offline zu stellen, aber er war natürlich auch viel zu früh zu Hause und so geht's ja gar nicht. Naja, jetzt sind wir offline, beziehungsweise ich bin offline. Verliere Truppen ohne Ende, wegen der Schiffe. Und hoffe, ich kriege gleich den Hafen ganz schnell kaputt, beziehungsweise wir reiten wohl erstmal zum Dorfzentrum. Los, auf. Hoch zum Dorfzentrum. Und hier unten können wir dann theoretisch... Wir könnten natürlich auch versuchen, eine kleine Flotte aufzubauen. Wir machen jetzt erstmal 5 Schiffe und nochmal 5 Schiffe. Und dann machen wir 1, 2, ah, nee, die nicht. 1, 2, 3, 4, 5 Ritter und 5 Ritter. So, dann wieder hier zum Kampf. Schön, die haben eine Burg. Wenn es sonst nichts ist. Ja, unsere Angriffsarmee hier ist echt ordentlich dezimiert jetzt. Aber was wollen wir tun, ne? Und wir kriegen dieses Haus verdammt langsam nur kaputt. Okay, das heißt, wir müssen wirklich noch eine nochmal so große Armee machen. Da Infanterie und Kavallerie, das machen wir jetzt auch mal. Ein bisschen erforschen noch. So, wo ist unsere Universität? Nö, wir erforschen jetzt nicht, wir bauen eine Armee. Wir bauen eine große Flotte und dann bauen wir eine große Armee. Noch ein. Und 8. So. Und ich verstehe nicht, warum unsere Truppen sich immer wieder ablenken lassen. Das ist echt nervig. So, volle Leiste und volle Leiste. Und sammeln tut ihr euch dann direkt hier ab jetzt. So, wo werden wir angegriffen? Noch da oben. Wo unser letzter Ritter gerade verreckt. Sehr schön, dafür haben wir gleich eine große Flotte, die wir hinschicken können. Und unsere beiden Transporter schicken dann eine neue Invasionsarmee. Da haben wir uns echt richtig schön aufreiben lassen. Das ist natürlich super, super spitze. Naja, die Flotte ist jetzt auch ganz schön ansehnlich. Schicken wir die schon mal hier hin, vielleicht bringt's was. So, die können schon mal aufs Schiff. Kann ja nur dann schaden, wenn das Schiff versenkt wird. Dann wäre ich aber, glaube ich, wirklich depressiv. So langsam. So, da haben wir noch 2. Also 2 so Goldbröckchen hier. Und ich werde jetzt mal die beiden hier hinschicken. Oh, falsch. Nummer 9 sind die, ja. Und dann
Naja, wir fahren mal hier an der Küste entlang. Oh! Hallo, mein Freund. Möchtest du nicht mit uns spielen? Na, egal. Dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Und dieser dort könnte auch mal bitte sterben. Wie sind die denn jetzt hier rübergekommen? Huch! Was machen die denn da? Ach, die kommen doch von da irgendwie lang. Ist hier doch ein... Nö. Da geht's doch nirgendwo rüber. Dann haben die wirklich einfach Transporter geschickt. Okay. Dann laden wir die mal wieder aus. Das ist unsere Armee 1 und die muss dann hier bewachen. Da sind sie. Okay. Gehen wir mal hier hin. Oh, nein, oh Mist. Falsche Nummer gedrückt. Flotte, bitte näher zur Küste. Und den Hafen vernichten. Und auf jeden Fall dieses Transportschiff, das muss als erstes dran glauben. Zack. So, da kommen sie auch schon. Zumindest die Ritter. Da war ja noch eine Mange bei. Da ist er irgendwo. Hä? Ach da. Oh, das sind drei Stück. Ach du Kacke. Da werden wir wieder was verlieren. So, und ihr kümmert euch mal bitte hier um die Verteidigung irgendwie. Okay, da sind sie auch schon. Verwirrend, die reiten immer durch und greifen dann die komischen Außenposten an. Was ja total sinnfrei ist, muss man sagen. Und die Schiffe von denen sind sowas von stark, also im Vergleich zu unseren. Wir haben da schon echt wenig Chancen. Und die Chevaliere sind natürlich auch um einiges stärker. Aber gut, was soll man machen, ne? So, jetzt machen wir hier hinne. Der Hafen muss weg und dann muss der Turm weg. Und eventuell kriegen wir auch. Das Schiff muss weg. Ich möchte nicht, dass die Schiffe hier groß rauskommen. Okay. Das ist schon zu weit weg. Wir müssen den Hafen als erstes kaputt machen. Aber das da, was uns angreift, das wird natürlich auch angegriffen. So. Flotte zurück, nicht vom Turm angreifen lassen. Dann den Ritter da kaputt hauen. Das Fischerboot kaputt hauen. Da ist noch ein Schiff. Wir ziehen uns mal gen Süden zurück. Das Schiff folgt schön. Dann drehen wir uns um. Und alle gleichzeitig drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere kleine Flotte hier ausreicht oder unsere deutlich größere Flotte ja mittlerweile, ob die ausreicht, hier den Hafen kaputt zu machen, wenn die ständig ihre recht starken Schiffe hier hinschicken. Komm, eine Ladung mal da. Oh Gott. Na, wer hat's gesehen? Brennende Steinchen. Okay. Auch wenn uns das ordentlich schaden wird. Wir müssen stehen bleiben und die angreifen. So, da haben wir aber wieder eine Ersatzflotte, die wir hier hinschicken können. Nein, nicht so weit nach da. So, jetzt haben wir wieder eine Armee, eine kleine. Auch die können wir wieder losschicken. Tja, so, die Flotte ist unterwegs. Das Schiff ist voll. Wie sieht's hier aus?
Bevölkerungslimit erreicht, heißt, wir können im Moment nicht so viel tun, bis unsere Flotte etwas dezimierter ist. Aber nun gut, wir schicken trotzdem hier die Truppen rüber. Wieder ans südliche Ende natürlich. So, die gesamte Flotte gruppieren. Und dann den Hafen jetzt endlich mal kaputt machen. Dann den Turm, den Marktplatz, den anderen Turm. Und eventuell das Dorfzentrum. Wenn wir das erwischen können, schon mal ist einiges gewonnen. Haben wir eigentlich schon... Ne, Triebwerke können wir nicht machen. Na komm schon. Haut den blöden Hafen kaputt. Ich frage mich gerade, was mit den Banditen ist. Wo die denn jetzt genau sind. Oh. Okay. Ist natürlich spitze, dass da so ein blöder kleiner Minitrupp irgendwie abgehauen ist. Wobei, ihr könnt mal hier in der Gegend erkunden, was da noch so ist. Während die Transportschiffe euch dann hinterher einsammeln. Und ihr könnt mal schon mal in der Gegend wüten. Und der Hafen ist immer noch nicht kaputt, ich glaub's nicht. Ah! Oh nein, falsch. Truppe 1 ist das ja. Okay. Also wir haben das fehlende Banditenlager gefunden schon mal. So, Hafen immer noch nicht kaputt. Na gut, er nimmt Schaden, aber es könnte schneller gehen. So, wie sieht's mit Trupp 1 aus? Sehr gut, die haben das Banditenlager jetzt auch bald kaputt. Sieht zumindest so aus, als wäre jetzt kein Bandit mehr in der Nähe. Außer in den schwarzen Flächen hier. Who knows? Naja, ihr macht das schon da oben. Ihr verfolgt natürlich grandioserweise da einen einzelnen Ritter. Und der Hafen ist immer noch nicht ganz fertig. Dab, 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 los, komm. Ah, endlich. So, Turm. Und ihr kommt bitte hierher. Okay, ihr macht den kaputt. Kann ja wohl nicht angehen, dass ihr hier immer noch lebt. So, geht doch. So, die Häuser müssen auch dran glauben. Ach du Scheiße. Das dauert ja Ewigkeiten. Können wir hier was entwickeln? Das, nein. 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 Mhm. Na, das ist gut. Ballistik wird uns helfen. So, dann schaut mal, hier wird noch in dem Bereich, da wird wahrscheinlich auch noch was sein. Unsere Galeeren sind aber einfach zu schwach, fürchte ich. Es hat recht wenig Sinn, wenn wir uns die hier kaputt schießen lassen. Da war nichts mehr. Da war auch nichts mehr. Dann in die Ecke noch und dann hier in dem Bereich, in diesem langgestreckten, müssen wir auch nochmal gucken. Und dann werden wir ein paar Rammböcke bauen. 5 an der Zahl. Und mit denen kriegen wir dann die Sachen auf den... Oh! Verdammt! Der Hafen muss aber ganz schnell kaputt, sonst haben wir hier wieder ein Problem. Gleich den Hafen mit den Schiffen angreifen auch. So, sobald die Rammen fertig sind, können wir die auch rüberschicken und mal ein bisschen mehr Schaden machen. Einer ist fertig. Die sind natürlich sehr schnell. Ne? Weiß ja jeder. Und wir könnten auch Folgendes machen. Wir haben da eine kleine Truppe. Die kommt mal hier hin.
Steine haben wir auch wieder einige. Nicht so viele, aber da können wir uns welche zukaufen. Okay, wir müssen eh eine Ladung zukaufen, also kaufen wir die jetzt. So. Ach ja, die Dorfbewohner müssen noch ein Weilchen laufen. Da ist nichts und hier werden wir dann nochmal erkunden müssen.